Hallo, Sie sind hier im Lichtenauer Wasserfall, eine Gaststätte in der Sächsischen Schweiz, im Körnigtalgebiet. Ich zeige Ihnen eine neue Spezialität des Hauses, die Kartoffelrolade. Wir haben einen Kartoffelteig, der ist fertig. Ich nehme halb und halb. Dann haben wir Kräuter, verschiedene Kräuter. Ich nehme hier Kochschinken, frischen, Semmelmehl und Butter. Wir legen eine Folie aus. Wir breiten den Teig darauf aus einer Palette, schön flach drücken, möglichst eine Form geben, ungefähr für 10 Personen. Dann kommen die Kräuter rein, das sind 7 verschiedene Kräuter, Dill, Petersilie, Buchetsch, Kresse, Pimpinelle und was da noch dabei ist. Schön reinstreuen, dann muss reichlich sein. Dadurch, dass sie die Kräuter rein tun, brauchen sie auch nicht so viel würzen. Den Kochschinken drüber streuen, schön. Schön reichlich. Semmelmehl. Und damit sie eine gute Bindung dann haben mit dem Semmelmehl, sonst wird die zu trocken, die Marmelade, schneiden sie sich ein bisschen Butter. Dünne Scheiben. Legen hier oben auf. Nehmen Sie noch Folie. Machen daraus eine Roulade. Machen Sie schön zu. So, bei uns sind Sie nun an der Gaststätte. Und dann wird das auf ein großes Blech getan und dann kommt es in einen Dämpfer. Zu Hause haben Sie natürlich die Möglichkeit nicht. Wenn man natürlich einen kleinen Dämpfer hat, können Sie natürlich den kleinen nutzen. Zu Hause machen Sie natürlich die Rollade ein bisschen kleiner. Dann können Sie das in einem Topf mit einem Sieb Wasser drunter, schön ein bisschen Salz rein. Dort ungefähr 30 Minuten garen. Die Garung ist beendet. Jetzt packen wir die Rollade aus. Schneiden Sie auf. Proportionen ungefähr so 3 Scheiben. Dazu können Sie eine schöne Rinderrolade geben, in Sauerbraten. Ich mache Schweineröllchen dazu, mit Gemüse gefüllt. Dazu gibt es ein Pilzkraut. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Nachmachen. Eine einfache Sache und wünsche Ihnen guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de